Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Horizon Zero Dawn beim Fallenlegen gegen das fette Viech, was man Donnerkiefer nennt. Ich habe schon mal ein bisschen was hergelegt. Ich hoffe, dass das funktioniert und dass der mir so weit nachrennt und nicht einfach über den Felsen springt. Weil sonst habe ich ein ernsthaftes Problem. Wenn der da einfach rüberjumpt. Aber das dürfte er eigentlich nicht können. Ha. Hase, löst ja nicht meine Fallen aus. Ich dresch dir in den Arsch. Just saying. Der hat jetzt nicht meine Falle ausgelöst, oder? Dieses angemöppte... Ah, pipi die Puh. Natürlich hat der meine Fallen. Der hat hier tatsächlich meine Blitzding ab. Ich bring den um. Dieses dumme Mistvieh. Ach, die lösen sich mit der Zeit selber auf. Scheiße. Muss ich jetzt schnell machen. Das geht ganz schön schnell. Meins. So, wo ist das A? Wo ist er denn jetzt? Ich flipp aus. Man sollte immer vorbereitet sein. Ja, tatsächlich, die lösen sich auf. Nervt mich doch jetzt nicht. So schnell kann ich doch gar nicht. Fangen wir endlich an. Oh shit. Monster. Und wurde zum Kämpfen erschaffen. Ja. Wurde wirklich zum Kämpfen erschaffen. Ist er dumm. Ja, au, ein bisschen dumm ist er schon. Hi, Uwe! Müssen wir jetzt bitte hier hin? Der versucht jetzt mit seinem Schwänzchen die Dingsel da einzudingsen? Das ist uncool. Das macht die Sache etwas leichter. Hahaha, schon mal einer deiner bibidi bubidi bubi bim bang bong bong vor allem weggemacht. Würde dieses Rind. Musst du jetzt weggucken in dem Moment, wo ich dir deine Rübe abschießen will? Das ist nicht höflich. Oh shit. Oh shit, der ist serious angemöppt. Hast du da Gewehre verloren oder so? Die könnte ich ja dann hernehmen. Facelift Face. Schnuckiput! Hört er auch noch. Lol. Lol, 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 lol. Geht das erkennen? Ja.
ganz vergessen, was der auf anfällig ist. Eine Schwäche war. Schwäche, aha. Naja, gut. Ein bisschen wegkloppen, wegspringen macht sie ganz gut. Na komm her, immer schon auf die Glocke. Kein Bock mehr auf mich. Ist unhöflich, komm her. Schnucki. Rennt der jetzt einfach weg? Spinnt wohl. Brauch doch nur dein Herz. Stell dich doch nicht so an. So eine Waffe fallen lassen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen kann. Was ist das ein A? Der ziert sich aber schon ein bisschen. Oh, da vorne liegt eine Gnade. Oder hier? Hier liegt eine Gnade. Nein, das ist ein Scheinwerfer. Schriech deine eigene Medizin, du Sackgesicht! Bitte schön, komm! Hilfe! Auchi! Kann man sagen, du bist tot? Ich habe zu viele Fallen aufgestellt. Mua. Da la 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 la. Oh, der zuckt ein bisschen noch. Letzte Zuckungen. Da, was blinkt denn da hinten rum? Ich glaube, wir haben einen Bug gefunden. Was zum Teufel haben die Büsche für ein Problem? Ja, wie auch immer. Wir haben ihn. Es war vielleicht jetzt nicht so sexy, aber es hat funktioniert. Die Taktik war gar nicht mal so blöd. Ich hätte vielleicht auch nur da unten Fallen reinlegen können, aber hey. Warum nehme ich eigentlich dieses Ding da mit? Das ist eine gute Frage, junger Padawan. Jetzt kann ich meine Fallen wieder einsammeln, weil, weil ich den Großteil nicht mal benutzt habe. Ich muss mal kurz meine Katze rauslassen. Hat schon wieder genervt. Hockt sie in meinem Zimmer, aber die kann es nicht ab, wenn ich dann zu laut Let's Playe. Okay. Was heißt hier Autsch? Autsch hättest du vorher sagen können. Naja, aber zumindest, wenn wir ihn hier durchlocken können, aber das Viech war ein bisschen stur, hat es doch trotzdem ganz gut funktioniert. Bringen wir dem Blödel da noch seine dumme Linse. Und wehe, er hilft uns da nicht. Dann schlage ich dem so eine wohin. Hä? Rede mit. Achso. Bla bla bla. Wo ist es denn? Da. Schnellreise. Ja, bitteschön. Dankeschön. Und wehe, der will jetzt, dass ich noch irgend so ein Viech umbringe. Mir hat der schon gereicht. Ich habe immer gesehen, dass Ulfith seine Rationen mit den Kindern im Lager geteilt hat. Kaum zu glauben, dass er...
müsste ich auf die Dauer der Waffenruhe wetten. Ach, du bist ja schon hier, du kleiner Arsch. Ich hab dein Maschinenteil. Deal ist Deal. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Bei meinem Eid. Doch sag mir, wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser als gar keine Zukunft zu haben. Richtig. Ein erfrischender Satz. Los, los, tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Du bist ein Idiot. Wenn wir jetzt zu spät dran sind, weil du vorher noch eine Scheißlinse von mir wolltest, trete ich dir in deinen Arsch. Wenn er noch langsamer was macht. Hä? Rede mit Abbas, hier ist niemand. Verarscht ihr mich jetzt? Du siehst wohlgenährt aus. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wann holen wir uns Meridian zurück? Jetzt sagt nicht der Satz. Wo? Was? Wo ist der denn? Ich kann nicht mit irgendjemandem reden, der nicht hier ist. Der Schatten wird sich erheben. Ich wünschte nur, es würde ein bisschen schneller gehen. Unsichtbarer Fremder. Gut, dann gehe ich erstmal hier am Lagerfeuer übernachten. Ich dachte, es ist der Tag, wenn ich hier übernachte, also wenn ich hier dienste. Okay, das bringt auch nichts. Dann laden wir halt neu. Krieg gleich einen Anfall hier. Okay, wie kann ich jetzt wieder laden? Ich flippe hier noch raus in dem Spiel. Hier. Kann man nicht einmal irgendwas machen, was funktioniert? Nein. Wozu denn auch? Ich befürchte, diese Waffenruhe ist nur ein Trick. So, ist er jetzt da? Können wir seinen Worten endlich trauen? Zumindest hockt da jetzt einer. Aha. Dummes Arlo. Du bist es. Sei gegrüßt. Ich verprügel den hier jetzt gleich. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Mit ganz viel Bomben und Nerven. Warte, ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Back for the win. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Ich hab dich nicht abgelenkt, du Dödel. So viel Aufregung an meinem freien Tag. Du hast keinen freien Tag, du bist Arzt. Danke. Nochmal, dass du das für sie getan hast. Ja, kein Problem, der Herr. Aber mal ganz ehrlich, was zum Teufel war denn das jetzt wieder für ein Scheiß? Heute ist wieder so Tag des Bugs. Ist noch irgendeiner von euch am Sterben, zufällig? Bevor ich da hochlaufe, sieht nicht so aus. Und wenn, dann habt ihr jetzt Pech gehabt. Wahrscheinlich kann im Grunde niemand der Ketzerei widerstehen. Nicht mal Uthet. Wahrscheinlich ist es völlig normal, dass alte Menschen sterben. Hey du, Affenface. Was ist das denn so? Lass mal sehen.
Was ein Film abspielen. Aha. Wenn ich jetzt wüsste, ob der besser ist wie das, was ich habe. Ich bleibe schon gar nichts mehr. 91, aber der ist gemoddet. 90. Rede mit mir, so Händler. Nein. Da. Ja, das könnte das gleiche sein. Aber den habe ich ja eh. Oh. Nö. Das einzige ist die Schleuder, aber. Oder das Teil hier. Sehr selten. Bla 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 bla, um Tiere festzubinden. Mimimi. Kann ich aber nicht kaufen, weil ich habe nicht Schweinemüll, ich habe keinen Kaninchenmüll und Fuchsmüll habe ich auch nicht. Also kann ich mir das nicht holen. Ich könnte mir nur die dumme Schleuder holen. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. What the outfit? Ich auch nicht haben. Nein. Schatzkisten. Ja, ich habe eindeutig zu viel Scheiße gesammelt. Egal. Ich habe keine Zeit für dich, Mr. Handyman. Na, hier geht's auch hoch. Wieso habe ich hier jetzt keine Pfeile mehr da angeblich? Was ist das für ein Schwachsinn? Bin ich doch mein. What the fuck is this? Was machen die da? Der Sonnenring. Die stolze Tradition der Kaja. Raus aus meinem Fokus. Wenn dich die Eklipse erwischt, wirst du nicht mal lange genug überleben, um im Ring zu enden. Das soll die stolze Tradition sein, dass sie sich von Leuten, also von Maschinen umbringen lassen. Ja, super Tradition. Ich würde auch sagen, dass das die beste Tradition der Welt ist. Zu Brei gestampft werden von einer Maschine. Also, ja, doch, sehe ich auch so. Awesome. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Oh shit. Was willst du damit sagen? Ich habe das Netzwerk doch gecrashed, oder etwa nicht? Theoretisch sollte alles gut sein. Der heißt Jun. Jun, Odun und Mu. Oh nein. Sehr gut. What Willkommen was that? In der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Stimmig. Ich hoffe, Bahavas weiß, was er tut. What was that? Der wollte mich verarschen. Ja, der ist Bug Day. Nicht ganz sauber, oder? Ich könnte schwören, dass in Sonnenfall noch ein paar Wochen mehr Leute. Lass mich in Ruhe, ich bin eine Frau. Wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldnerabschaum. Ich nehme die Scherben. Auch dafür. Wow, ist der nett. Worauf wartest du, Fremde? Die Kopfgelder werden drinnen bekannt gegeben. Vielleicht will ich kein Kopfgeld. Lass mich in Ruhe, Fremde. Die Kopfgelder werden im Thronsaal bekannt gegeben. Du hast eine kackbraune, also schwarze Robe, glaube ich. Luz und Bahavas gibt die Kopfgelder. Geh mir doch nicht auf den Sack, ich geh doch schon. Oh Gott. Fremde. Wenn ich irgendwann mal ein Hobby brauche, werde ich es dich wissen lassen, du Dämlack. Wir befinden uns im Krieg. Und jetzt werden wir hier gleich wahrscheinlich angemöppt, weil wir hier reingegangen sind. Hi! Oh nein. Ist das Lord Pimmeluff? Der Typ, der Blutopfer macht? Durch die Pracht der Sonne offenbart. Kein Wunder, dem drückt ja auch was aufs Hirn mit diesem Blut. Seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz.
Das ist ein Kind! Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Aha. Der benutzt das Kind, der kleine Sack. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen das Kopf Kind bringt, sieht nicht besonders erhält glücklich ein Kopfgeld aus. Von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Geh weg. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das unten ich bin nicht interessiert. Du kannst UCM nehmen, wenn du willst. Keine Zeit. Oder Magic. Der freut sich bestimmt. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Ich hab Falken verstanden. Das erste Mal in der Zitadelle, du dann sollte ich Angst wegen Falken haben. Sehen. Oh mein Gott! Aber die Falken... Kann ich deinen König mal sprechen? Oder er ist schon weg? Toll. Okay, ich kann den König nicht sprechen. Der König, in Klammern Kind, scheint mir nicht besonders glücklich zu sein. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Ja, ich soll jetzt seinen Ring runterspringen? Bist du geistig umnachtet oder so? Natürlich bist du das. Warum frage ich dich überhaupt? Ja, nee, ist klar. Because ich habe ja sonst keine Hobbys. Ich glaube nicht, dass Aloy da runterfallen sollte, sondern da oben entlang springen. Aber sie hatte keinen Bock drauf. Und nun? Naja. Wieso muss ich die Balustrade runterlaufen, wenn man es auch so machen kann? Suche nach der Lüftung. Dödelkopf. Naja gut, weil man hier wahrscheinlich nicht mehr weiterkommt dann. Ich habe noch einen Bug gefunden. Ich bin in Arschlochhausen gelandet mal wieder. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Kann ich jetzt hier hoch? Langsam, langsam. Halt, du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Wer muss schon da umständlich rumklettern, wenn man einfach runterspringen kann? Ich habe dir den Weg hineingezeigt. Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Oh nein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Doch. Ist das klar? Zup, 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 zup. Genug Gejammer. Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Naja, ich habe genug Bomben, denke ich. Das könnte man vielleicht dezent überleben, wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Oh, verflucht. Er will kein Gejammer hören. Ich kann mich mal. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Was soll ich denn mit der Tür schon wieder machen? Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Steckst dir wohin? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Fehlfunktion. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja, Arsch. Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Woo! Notfallbelüftung. Ich habe dich unterschätzt. Ich
dachte, du... Gibst einfach auf oder so? Oh, shit. Das ist voll unauffällig. Kann nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Ehrlich, ist mir gar nicht aufgefallen. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Machst du jetzt bitte weiter? Halt die Klappe. Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Ja, ob wir viel lernen oder vorher aufs Maul kriegen, sehen wir vielleicht im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Über den Daumen nach oben und netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.